Da ist das Internet. Hallo Internet. Wir spielen Killer oder The Killers. Richtig, so heißt es, ne? So heißt das Spiel, genau. Weil das muss Gregor moderieren. Ich bin ein Kandidat. Das wäre voll komisch, wenn wir Wer wird Millionär. Wir sind zurück bei Wer wird Millionär. Deswegen, Gregor, walte deines Amtes. Wie steht's? Es steht 3-2 für Laura und Paulina. Selbstverständlich sind Pauline Kraser und Laura Wohlers hier vom fantastischen Podcast Mordlust. Das noch kurz zu sagen. Deswegen müsst ihr noch mal ganz kurz. Das ist großartig. Und die beiden führen. Die beiden führen 3-2. Ihr führt 3-2. Ja. Folgendermaßen geht das Spiel. Lena und Marco sind unsere Models hier on stage und haben. Ja, wer ist wer? Spaß. Ja. Sieht man ja wohl ganz klar, dass das mal. Beide haben jeweils ein Band-Shirt an. Ein Shirt ist von einer echten Band mit echtem Logo. Das andere Shirt, da steht der Name von einem Serienmörder, von einem echten Serienmörder oder Killer drauf. Und ihr müsst jeweils raten, wer Band und wer Killer ist. Okay. Das alle verstanden? Dann ja. Können wir in die nächste Runde gehen. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass hier gleich Schlüpfer zurückfliegen. Ja, ja. Du stehst ja hier. Also hier haben wir einmal The Jesus Lizard. The Jesus Lizard. Jesus. Jesus. Jesus ist auch eine Band. Ja. Und Alligator Man. Wer, bei wem geht's um Töten, bei wem geht's um Töne? Alligator Man und The Jesus Lizard. Das könnte natürlich beides. Beides oder so in Florida, so in den, wie heißt es, Everglades heißt das da unten, oder? Ja. Da kann man doch da die Leute einfach reinwerfen und da kommen die Alligatoren und sagen, genau. Schnappi, das kleine Krokodil. Ja. Und The Jesus Lizard könnte natürlich auch, das ist schwer, das kann Jesus, beides sein. The Jesus Lizard könnte auch so eine halbgute Metalband sein, die irgendwo in Grevenbroich machst auf dem Berg ist. Machst du jetzt auch mit? Ich würde sagen, dass wir sind Vorband von Rammstein, haben wir jetzt versprochen, nächstes Jahr wirklich. Die melden sich irgendwie nicht mehr. Irgendwie hat der Till ruft nicht mehr an. So. Also ich sehe das, was du siehst und ich würde auch sagen, dass hier dieses Band-Shirt auch wirklich eher aussieht wie ein Band-Shirt, was man als Merch verkauft, als das hier. Ja. Das sieht eher aus, als hätte ich das gemacht. Falls es so ist, liebe Grüße an die Redaktion, nimm's nicht. Die ist manchmal ein bisschen härter, also ich meine das nicht so. Deswegen nehmen wir das wahrscheinlich dann auch. Alligator Man. Auf jeden Fall nehmen wir den. Alligator Man. Vielleicht ist das ja aber auch eine Täuschung. Ja, ich sag nämlich, glaube ich, wirklich Jesus Lizard. Jetzt hast du mich mit deinem Jesus. Ja? 187. Lizard, ich sag Jesus Lizard. Ja. Ich hab's irgendwie, ich glaube, das. Jesus Lizard hat ganz viele Schwäne umgebracht. Ja, ja. Die mit dem Schwan die Leute erschlagen. Du sagst, Jesus Lizard ist der Mörder. Ihr sagt Alligator Man ist der Mörder. Ja. Dann schauen wir mal, wer der Killer ist. Scheiße! Ah. Jesus Lizard waren eine US-amerikanische, ich kann amerikanisch nicht aussprechen, Rockband, die 1987 in Chicago gegründet wurde. Ja. Und Alligator Man, Joe Ball, auch bekannt als Alligator Man, war ein Serienmörder und Alkoholschmuggler, der seine Opfer an Alligatoren verfüttert hat. Ja, ich habe euch sogar noch die Erklärung mitgeliefert, ich Trottel. Und wir haben vorhin über das perfekte Verbrechen geredet und eigentlich ist das doch das perfekte Verbrechen, wenn du alle Spuren von einem Tier auffressen lässt. Aber offenbar nicht. Sonst wüssten wir. Ja, aber das Motiv ist doch immer das Problem, dachte ich. Da haben die den Alligator ja dann aufgeschnitten. Die kommen dir doch nicht auf die Schliche wegen, wo die Leiche ist, sondern wer könnte es gewesen sein? Und dann so Traffic-Cams, wenn du mit dem Lieferwagen Richtung Everglades fährst, so kriegen die dich doch, oder nicht? Du bist jetzt. Also offenbar ich habe noch nie jemanden umgebracht. Aber wenn man keine Leiche hat, ist das schon sehr viel schwieriger, einen Mord noch zu klären. Stimmt. Ihr führt 4-2. Wir haben eine allerletzte Ehrenrunde. Tommy, du kannst nicht mehr. Ich kann noch rankommen. Du kannst noch rankommen. Okay. Ehrentreffer. Und deswegen spielen wir die letzte Runde. Lonely Hearts Killer und Photo Killer. Photo Killer? Hier. Geht's jetzt wieder darum. Was steht denn da noch? Deutsch geschrieben? Ja, mit F. Fotokiller. Oder Schwedisch vielleicht auch. Das bin ich so bewandert im Schwedisch. Ja. Höllischer Meiter. Fotokiller. Fotokiller.
gibt diesen, diesen Film mit Robin Williams, One Hour Photo, wo der so der Fotoentwickler ist. Und dann findet er die Familien so gut, weil er die Fotos sich anguckt und geht dann zu den Leuten nach Hause. Ist jetzt schon gruselig. Was macht er dann da? Einfach so, will so bei denen sein. Wenn ich da bin, legt er sich ins Bett und so. Ich aber auch immer eigentlich. Und das könnte natürlich so ein Fotokiller, so ein... Also wenn das so geschrieben wird, der Typ, wahrscheinlich ist es eine Bild-Schlagzeile gewesen, dann müsste der ja deutsch sein. Und dann müssten wir den ja eigentlich kennen. Ja. Kennt ihr alle Killer? Die's Nein. Gibt? Deutsche? Viele. Ich bin trotzdem eher da für den anderen. The Lonely Hearts? Ja, eben, deswegen. Dass das der Killer war? Dass das der Killer war, ja, weil den Hearts. Würden wir kennen. Ah, okay, ja. Der heißt natürlich so ein Typ, ne, hat sich wahrscheinlich so heiratsschwindlermäßig Witwen so ausgeführt oder so, ja. Einsame Herzen und dann das Kissen drauf gedrückt. Im Diner noch. Er hat okay, also ihr seid beide für Lonely Hearts. Oder er hat, oder ich bin ein bisschen creepy, ja, ne? Ja, du so hast die, genau die Geschichten. Ja. Ich gehe auch schon immer so. Und der ja, ich glaube auch, das war so ein, Tinder. Swindler. Genau, Swindler. Auf jeden Fall hat er da die Opfer kennengelernt. Okay, ja. The Lonely Hearts. Okay, also das, okay, ja. Wir sagen, das ist eher der Killer und ich finde, das ist auch ein gutes Merch-Shirt. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der Killer war und Musik gemacht hat. Stimmt. Ja. Gab es mal jemanden? Warte mal. Bestimmt. Ein Mörder bestimmt. Und. Hat Charles Manson. Das nicht hören auch wir in der nächsten Folge Mordlos. Marilyn Manson war kein, ist kein Nein, Mörder, Charles. Ne? Achso, Charles. Ja. Marilyn Manson heißt nur so. Ähnlich. Kurt Cobain hat immerhin sich selber umgebracht. Aber stimmt. Oh. Ja. So, ich sage. ich sage. Ja, kommt, Leute. Wir haben ja über Babymörder geredet. Das ist das Internet. Das ist völlig in Ordnung. Ey, also. Also, ich sage Fotokiller. Ich bin bei meiner. Ich bin bei meiner. Bleib bei meiner Idee. Das ist irgend so ein Creep, der sich so Bilder angeguckt okay. hat. Da stand, wir waren so eine kleine Fotofixbox in ja. Berlin. Da so Pärchen so drin sitzen, versuchen auf ein Foto dann zu kommen. Dann einfach ja. Okay, wir sehen... Wir ihr seid also an. Beide für die Lonely Hearts... Nein, doch. Wir haben Killer. Gesagt, ich sag Fotokiller. Ach so, Killer. Du sagst Fotokiller, sorry. Ihr sagt Lonely Hearts Killer ist der Killer. Gut, und dann, dann schauen wir uns mal die Auflösung an. Wer hat hier jemanden gemeuchelmordet? Boah, ist das eine Klatsche hier für mich. Unglaublich. Und du warst so nah dran. Wieso? Du warst so nah dran. Die Serienmörder Martha Beck und Raymond Fernandez waren bekannt als The Lonely Hearts Killers. Das Paar suchte Heiratsanzeigen nach reichen, alleinstehenden Frauen ab. Ich bin der Psycho, ich hab's dir Diese gesagt. Frauen wurden umgarnt und dann beraubt und getötet. Naja, naja. Mein Gott, so ist es manchmal. Das war The Killer und Killers. Oder spielen wir noch eine Runde? Nee, wir sind durch. Du hast Haushof verloren. Tschüss Internet. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Pauline Kaiser und Laura Bolas von Mordlos, Gregor Rühl. Danke, Publikum. Nächste Woche zu Gast Annette Frier. Da freue ich mich sehr drauf. Tschüssi. Und danke euch natürlich. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier. Oder hier, oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.